Und wieder zurück bei Assassin's Creed. So, also, die Ex haben wir getötet. Bevor wir zum Krokodil gehen, gibt es eigentlich für uns noch ein paar Sachen zu tun. Denn, wir sind Stufe... Autsch. Stufe 23. Und, müssen hier natürlich noch ein bisschen was machen. Bevor wir damit 25 die Ex töten können, das Krokodil töten können, weil die Ex haben wir ja schon. Jetzt ist die Frage, wo ist hier der Eingang? Deswegen noch ein paar Fähigkeiten holen. Und das machen wir hier in diesem Grabmal. Jede Pyramide sowas hat. Könnten die weiter? Aber hier können wir nicht weiter. Ups. War gar nicht beabsichtigt, aber ist gut zu wissen. Kann ich hier noch hoch? Tiefer rein. Dass es hier keine Fackeln gibt, die ich anzünden kann. Und auch hier. Ja, brenn mal für mich. Dass wenigstens ein bisschen hell und heimisch ist hier. Nicht weiter, oder? Das muss ein anderer Weg sein. Oh, warte mal, aber von hier bin ich nicht. Ah, doch hier. So. Kann ich nicht in die andere Richtung bewegen? Ah doch. Nein, 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 ich will es ziehen. Genau. Das reicht schon. Muss ich irgendwie rein, ne? Wie kommt man da? Ahahaha. Nur den richtigen Riecher. Und hier geht es dann weiter. Ist das überhaupt das, was ich denke, was es das ist, dass es denke? Ja, ist das, was ich denke, was es ist, was ich denke, was es ist? Komme ich nicht weiter? Komme ich scheinbar auch nicht weiter? Gut kaputt. Scheint weiter oben zu sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Hier war ich schon. Gehen doch mal tiefer.
Ich täusche mich mein Gefühl doch nicht, dass wir hier hoch mit... Oh. Mhm. Hab mich nur bedingt getäuscht. Warum lasse ich jedes Mal die verdammte Fackel los? Schlange! Ja. Was machst du denn hier unten? Okay, ich habe eine Idee. Erst ganz kurz hier hin. Hier drin noch Sachen haben, oder? Boah, nicht nochmal eine Schlange! Verdammte Axt nochmal. Nee, so kommen wir nicht rein. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Aha, ja, natürlich. Logisch. Ich habe die Vasen zerschossen, dass ich das Ding nach hinten schieben kann, um dann nochmal was zu holen. So. Genau so. Halskette. Ich. Schick, schick. Hier drin ist auch nochmal was. Bei Amun. Viele Gänge hier unten. Wasbach. Theoretisch. Ah. Ich wollte schon sagen, theoretisch kann ich wieder was kaputt schlagen. Sohn des Horus, Herrscher über alles, Repräsentant der Götter. Muss ich den ganzen Weg jetzt zurücklatschen? Auch nicht Sinn der Sache, ne? Gut, wir machen es uns einfach. So, ein bisschen weiter unten sollte es nochmal was haben. Zwar hier. Das schnappen wir uns auch noch. Jetzt haben wir bereits Giftpfeile. Das nächste Ziel ist hier, dass ich Tierdompteur sein kann. Wir wissen, ob ich einen Elefanten zähmen kann. Autsch. Jetzt muss ich aufpassen. Ich dachte eigentlich immer, dass ich abrolle hier. Genau so. Abrollen.
Und los geht's. Das wird auch wieder eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich da durch bin. Irgendwie. Einen Moment mal. Hab ja jetzt Giftpfeile. Muss ich die dann hier wechseln? Tatsache. Auf Giftpfeile wechseln. Okay. Und wuhu! Der Herzschlag. Gib mir eine Fackel. Ja, witzig mal zur Abwechslung, dass es einfach schnell geht. Ich bin überzeugt, dass ich hier von oben dann später runterspringen kann. Die Papyrussteine, die man kennt, ne? Anstelle davon, dass ich hochklettere, einfach direkt hier rein. Okay. Ein Dachportal in die Hose gehen hier. Ey, Wasser ist nie eine gute Sache. Okay, hier. Ja, ich will gar nicht wissen, wie alt das Wasser ist. So, komm hoch. Ist das jetzt wieder exakt die gleiche Stelle wie vorhin? Etwas irritiert. Nein, dann müsste hier unten was leuchten. Okay. Tja, ich weiß, worauf das hinausläuft. Okay. Also, wenn ich hier drauf springe, geht das Ding runter. Wenn ich weggehe, geht's wieder hoch. Wenn ich das hier unten hinschiebe, kann der nicht weiter runtergehen, theoretisch, ne? Also ich muss irgendetwas damit machen. Ich glaube hier ein bisschen Licht, deswegen machen wir mal. Ich habe gerade noch einen Kristall gesehen im Hintergrund. Muss ich das Ding jetzt wirklich? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Theoretisch müsste ich es etwas näher hier hinlegen. Ich sehe, ob es geht. Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt ist, wie ich es jetzt machen will, aber wenn es funktioniert, funktioniert es halt. Und jetzt gebe ich den ganz nach hinten.
Ich habe nicht den Eindruck, dass das funktioniert. Aha, ich muss die befestigen, dass es oben bleibt. Jetzt habe ich's. Jetzt hätte ich mich fast in die Scheiße barrikadiert. Wenn eins fehlt... Wo ist noch eins? Aha, warte mal. Ach so. Ja, jetzt ist es stabil. Ne? Die vier, das war alles gut. Es ging nicht darum, es ist unten... Ja. Nicht unten zu haben, sondern es oben zu haben. Das ist der Unterschied. Nee, nicht nochmal. Und jetzt eins dieser überwältigenden Spektakel absolut ausreichend. Also hier sind zwei. Nur mit drei hält es mich. Mach das besser mal nicht kaputt. Hält sich momentan im Gleichgewicht. Okay. Das heißt, wenn ich die Vase kaputt mache... Wenn ich die Vase kaputt mache... Wow. Komme ich hier zuerst mal hoch. Mal gut für diese Seite hier. Mitnehmen. Ja. Ich höre irgendwo ein Skarabäus. Ich weiß nicht, ob das Öl ist oder was genau. Na gut, so. Also. So, eins nehmen wir mit. Dann sollte die andere Seite eigentlich halten. Genau. Gut. Hat eigentlich gekonnt Wand abspringen, aber dann halt nicht. Jawohl, haben wir es. Schätze, 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 überall. Ich muss unbedingt mal zu ein paar Händlern. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Schön. Na dann. Hoffen wir, dass es auch ein Ende hat. Sehr gut. Ah, frische Luft. Tut sie gut. Und hier haben wir auch noch mal eins.
Also gut. Wenn die schon dabei sind, gleich ordentlich. Was machen die da vorne? Du kommst nicht auf dein Kamel, mein Guter. Wo zum Geier wollte ich eigentlich hin? So, hier ist nur eine Schatzkarte. Ein Schatz. Erstes Blut. Ist die Mission oben? Au. Dein Ernst? Genau. Da. Boah. Das hätte mich nun fast mein Leben gekostet. So. Das schiefe Grabmal Snofrus. Jemand war kürzlich hier. Ja. Deswegen gehen wir. Versperrt. Na. Es muss einen Weg geben. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Durch was ist es versperrt? Kann ich es nicht runterziehen? Stoßen. Tja, dann würde ich sagen, wie wir hier reinkommen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich freue mich drauf. Bis dann.